Weg geht's weiter. Irgendwann erreichen wir auch Marokko. Aber jetzt waren wir sehr lange hier in der Region. Ich glaube, über 2 Monate. Gibt viele Gründe. Zeigen wir unseren Filmen, Videos. Und ich freue mich tierisch, dass es jetzt weitergeht. Juhu! Hey, Klappe die erste! Irgendwann erreichen wir auch Marokko, aber jetzt waren wir sehr lange hier in der Region, ich glaube über 2 Monate. Gibt viele Gründe, zeigen wir unseren Filmen, Videos und ich freue mich tierisch, dass es jetzt weitergeht. Juhu, gib mir mal das Schild noch raus, Dennis, dann gebe ich das auch gleich noch ab. Juhu! Dennis geht jetzt noch Wasser auffüllen. Ist ja immer das Tolle, wenn man irgendwie am Campingplatz ist und dampen. Dann gehen wir aufgefrischt weiter. Bye bye. Hier gilt es dann immer aufzupassen, dass er hier noch alle Bäume stehen lässt. Aber das hat er schon gut drauf. Ich bin ja auch noch da. Wegen der Höhe. Ihr versteht schon, was ich meine. Aber das sind ja auch andere hohe Fahrzeuge. Deshalb würde ich sagen, sind die Bäume hier prima angepasst. Klappe die erste! So, jetzt sagen wir bye-bye zu unserem Traumstrand. Siehst du das hinten? Ja, ja, ich sehe gut. Also, wir waren jetzt hier 2 Monate und irgendwie zerquetschte, keine Ahnung wie viel zerquetschte, aber vielleicht 2,5 Monate oder so. Bleiben wollten wir 2 Tage. Ja, eigentlich wollten wir, haben wir schon ein paar Mal gesagt, Transit machen, oder? Wollten wir einfach durchfahren. Die eine Brücke wollten wir uns anschauen. Ja, der Punkt ist, lass doch mal von Anfang an. Wir sind von Spanien nach Portugal rüber bei furchtbar schlechtem Wetter, so wie wir es jetzt auch haben, noch ein Tick schlechter. Und dann haben wir am Campingplatz, irgendwann am Platz, wo wir waren, entschieden, hey, nehmen wir den Druck raus und machen aus den 5 Monaten 14 Monate und machen das nicht als Testtrip, sondern machen es als richtigen Trip, bevor wir eben nach Kanada, Alaska und so weiter gehen. Und das war ein saugutes Gefühl, oder?
da haben wir dann das Video gedreht. Es reicht, oder? Nee, da haben wir das Video... Wie haben wir das genannt? Ja, es reicht. Ja, stimmt, sowas, da genau. Gibt es ein Video dazu. Exakt, hast recht. Wo wir dann uns erklärt haben, warum wir entschleunigen möchten. Ja. Da haben wir das erklärt. Und das war eine unglaublich gute Entscheidung. Die hat echt, echt gut getan. Ja, und... Dann hattest du Geburtstag und wir haben den... Jetzt bin ich in der falschen Richtung unterwegs, sehe ich gerade. ...den Freistehplatz verlassen. Jo, ich dachte, es liegt am Weg, ne? Ja, ich dachte, es liegt am Weg. Egal, lass uns weiterreden. Dann haben wir den Freistehplatz verlassen. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel erzählen, weil manche eine schauen sich ja da alles an und dann ist es zu stark eine Wiederholung. Aber dann sind wir eben am Campingplatz, dann waren wir im Porto unterwegs mit den Bikes, jetzt ist grün und dann hat Ayachi seine Magendrehung und da wollten wir natürlich, wie der dann erfolgreich operiert war und auf dem Weg der Gesundung, wollten wir natürlich nicht gehen, bevor wir wussten, dass der Bub hundertprozentig gesund ist und dass wir eben den Radius vergrößern können und weiterreisen können. Dann hatten wir was mit dem Fahrzeug. Ja, dann sind wir ja auf den, haben wir gesagt, okay, dann nutzen wir die Zeit und schauen uns den Duro an, die schönste Straße der Welt. Und da haben wir ja dann auch ein paar Videos drüber gemacht und es war ja auch wirklich eine geile Zeit. Da waren wir nicht einen Tag, sondern eine Woche unterwegs, wieder typisch für uns, dass wir halt alles viel länger brauchen, aus zwei Tagen zwei Monate machen. Jetzt zum Beispiel. Ist aber wieder in Ordnung, dein Navi. Ja, passt, war bloß falsch eingestellt. Okay. Und ja, dann sind wir, dann habe ich festgestellt, dass es rattert im Auto und dass irgendwie denke, oh Gott, jetzt hat jetzt vielleicht der Motorschaden oder wird es ein Motorschaden? Es klang, es war auf jeden Fall, war das irgendwas mit dem Motor. Und das ist natürlich übel, wenn es das am Motor rattert ist und so, weiß man ja nie, ob der Schaden noch viel größer wird. Dann habe ich mich, hast du gesagt, leg dich unter das Auto, habe mir das Auto angeschaut mit der Taschenlampe und habe dann festgestellt, dass der Haltewinkel gebrochen ist und deswegen wollten wir dann auch zu Iveco, ne? Ja. Und ja, und dann hatten wir bei der Fahrt mit dem entlang dieses Douro-Flusses, das ist eine der schönsten Weinregionen in der Welt unter anderem auch. Also es sind die Superlativen, ja, die kommen nicht von uns, die kommen natürlich aus dem Netz und was man halt so liest und ja, und es war aber auch toll. Und ja, und dann war man da gestanden und das habe ich dann auch in einem YouTube-Video. Dann ist uns jemand reingeballert mit meiner Teilschuld. Und ja, dann in der Iveco-Werkstatt, wo wir dann waren, also da ist unserem Auto war vielleicht der Schaden für, keine Ahnung, kann ich schlecht einschätzen. Bei Autos kann man schlecht einschätzen, aber ich würde mal sagen 100, 200, 300 Euro vielleicht, also vielleicht 500, ich kann es nicht sagen. Man sieht kaum was. Und dann haben die bei Iveco festgestellt, dass unser Turbolader im Eimer ist, dass der leckt. Alles hier in Porto. Unfassbar. Naja, und dann haben wir den Turbolader tauschen lassen. Da war ein NOx-Sensor kaputt und der Haltewinkel war halt kaputt, wo der Rußpartikelfilter dran ist. Das ist jetzt das, daher kam auch dieses Geräusch, weil es da gerattert hat in einem niedrigen Frequenzbereich. Aber das ist ja, wir wollen ja jetzt nicht langweilen mit irgendwelchen Storys, weil wir nicht langweilen. Ausgehalten wurden. Aber ups, jetzt müssen wir aber schnell. Bloß sagen, warum wir so lang da waren. Und dann wollten wir halt, da haben wir, okay, jetzt sind wir fertig und dann haben sie uns von dem Campingplatz, von unserem Rastplatz da weg, von unserem Traumplatz weggeschickt. Auf dem Campingplatz. Ja, warum waren wir da nochmal ein paar Tage? Jetzt weiß ich gar nicht. Es gibt ja immer irgendwas zu tun scheinbar bei uns. Auf jeden Fall, nun ist es soweit, wir reisen weiter und sind frohen Mutes, dass das jetzt alles passt. Ja. Und bei dem Ganzen, was wir jetzt da erlebt haben, wo manch einer sagt, boah, ist er ja... Ihr habt es ja gerade alles super oder was? Also ich habe rückwirkend betrachtet, bin ich sehr dankbar für alle Erlebnisse, weil sie haben uns behütet. Also auch mit dem Ayachi seiner Magendrehung, glaube ich, das hätte er später bekommen, ja. Aufgrund seines Alters und aufgrund eben der Unverträglichkeiten etc. Und somit haben wir unseren Ayachi noch und der kann jetzt noch älter werden und das ist sehr schön. Und hätten wir das mit dem Fahrzeug zum späteren Zeitpunkt gehabt, dann hätten wir es auch nicht so leicht lösen können. Also waren die Problematiken, die wir jetzt hatten, perfekt im Porto, um das zu lösen. Ja klar, also ich meine, einfach nur mal zur
wenn man das rekapituliert, wir hätten, den Turbolader habe ich nicht gemerkt, dass der kaputt ist. Das hat sie nichts, hat sie nicht angebahnt, also hat da auch nichts gehört. Das haben die nur gesehen, weil der geleckt hat. Ja? Also dann bist du irgendwo in der Wüste in Nordafrika, sprich Marokko, unterwegs und dann stirbt da der Turbolader. Und damit hast du garantierte Motorschaden. Also ist der Motor kaputt. Insofern, wie du sagst, sehe ich das ganz genauso. Hat man also, sagt man Glück im Unglück? Also Unglück war es ja nicht, aber ja, das mit Ayatollah war halt übel. Aber ja, und jetzt hat, muss man sagen, freuen wir uns umso mehr, dass es jetzt wirklich weitergeht. Das Auto ist repariert, der Hund ist repariert. Uns geht's gut. Uns geht's Gott sei Dank gut. Ich hatte zwischendurch auch was mit meinem Knie, das ist aber dann auch wieder weggegangen. Und ja, so haben wir Menschen, und das ist der lange Rede, kurzer Sinn, macht euch keine Gedanken, wenn irgendwas schiefläuft bei euch oder bei dir. Das ist einfach menschlich. Wir sind alle nur Menschen. Und keine Heroes, keine Superhelden, Lara Croft und den ganzen Scheiß und Bruce Willis und Rambo und was auch Superman. Immer. Ja, sind wir nicht. Und die Schauspieler auch nicht. Das ist alles bloß Show. Wir Menschen haben Höhen und Tiefen und das ist das Leben. Hören die Höhen auf, gibt es keine Tiefen. Das bedeutet, ohne Tiefen keine Höhen, ohne Höhen keine Tiefen und ohne diese Bewegung kein Leben. Das heißt also, dann ist man tot. Also gehören diese Auf und Abs, das sage ich immer, das ist der Pulsschlag des Lebens, gehören einfach dazu. Das klingt jetzt zwar recht locker und da kann man sagen, was er redet, der für ein Mist, aber ich weiß, wovon ich spreche, definitiv. Ich hatte schon auch lebensbedrohliche Situationen in meinem Leben und ich hatte die ultimativsten Schmerzen mit Querschnittslähmung, also kurz davor und. Also ich kann da ein Liedchen davon singen, deswegen kann ich es locker so raussagen. Wenn es einem gut geht, leben und wenn es einem schlecht geht, einfach auch die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Die haben oftmals auch einen Grund und einen Sinn und führen an irgendwo wieder irgendwo hin. Ja, ich war da langsam. Und zuversichtlich bleiben. Zuversichtlich bleiben ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich meine, ich hatte schon immer wieder mal Momente in meinem Leben, wo ich kurz vorm Aufgeben war, wo ich gedacht habe, macht das jetzt noch Sinn? Wir fahren jetzt da rechts. Ah ja, wir müssen rechts, gut, dass du es sagst. Kommst du nicht rum? Danke. Und so ist es einfach, dass man am besten nicht aufgibt und an was dran bleibt, weil dann freut man sich auch, wenn jetzt das fertig ist, wenn man es geschafft hat. Mhm. In diesem Sinne freuen wir uns jetzt, dass wir jetzt weiterfahren dürfen. Und für uns ist immer noch ein Geschenk. Also wir reisen absolut. Ja seit vielen Jahren. Ja. Aber auch jetzt wieder los zu dürfen, weitermachen zu dürfen, einmal dieses... Ich habe mich jetzt da schon gut eingebettet gefühlt in Porto und wir haben auch wahnsinnig nette Menschen kennengelernt, auch ja, da wieder Tschüss zu sagen oder auf Wiedersehen zu sagen. Aber dann auch dieses Bewusstsein zu haben, es geht wieder los und wir gehen jetzt neuen, schönen Erlebnissen entgegen. Ja, und das fühlt sich immer klasse an, wenn man, also für uns, ich denke, wir haben schon drüber gesprochen, aber kann es gar nicht oft genug sagen, ich finde es irgendwie spannend, ob ich jetzt mit dem Fahrrad unterwegs bin, mit dem Pferd, Kamel, was auch immer. Ja. Mit dem Fahrzeug. Mit dem Fahrzeug. Oder zu Fuß. Wenn man nicht weiß, was hinter der nächsten Ecke... Achtung, da kommt einer geschossen gerade. Ja, die fahren auch anders als bei uns. Ja, also immer spannend und aufregend. Und selbst wenn Europa doch jeder kennt oder viele Menschen kennen, ist es immer wieder spannend, auch jetzt für uns in Portugal, ein tolles Land. Ein wirklich geiles Land mit einer fantastischen Bevölkerung bisher. Jetzt sind wir 2,5 Monate da, da kann man ein bisschen was sagen. Mhm. Haben wir ausschließlich gute Begegnungen gehabt. Ja. Und es ist ja auch oft eine Resonanzsache. Man spiegelt ja oftmals auch sein eigenes Sein. Also ja, der Reisende an sich ist ja gut drauf. Ja, ja, genau. Und dann sind die anderen natürlich auch gut drauf. Wenn man jetzt sagt, man geht jetzt morgens in die Bäckerei und hat dann eine Mupfel, die man da zieht und ist da schlecht drauf und dann... Mupfel übersetzt für alle Nicht-Franken, wenn man ein unfreundliches Gesicht macht. Ja, genau. Also was ich meine ist, wenn man dann einfach... oder anders, man geht dann gut gelaunt rein und sagt, ja, guten Morgen, wie geht's Ihnen denn? Und ich hätte ganz gern drei Schrippen, also drei Brötchen und davon was und ich hoffe, Sie haben einen wunderbaren Tag. Was glaubst du, wie die Frau oder der Mann, der da hinter dem Tresen ist, reagiert?
der sagt dann plötzlich, oh, der erschrickt ja richtig über die Freundlichkeit. Ja. Und das ist, was du meinst, dass der Reisende, der Urlauber im Regelfall gut drauf ist, weil er im Urlaub ist. So. Und deswegen stößt es auch auf Resonanz. Ich glaube, es ist immer anders, wenn man dann in dem Land lebt und arbeiten muss und im Bus sitzt früh oder im Zug und da, ich muss rechts. Ja, okay. Na, also das zu dem Thema Resonanz. Ja. Und was ich gerne noch dazu sagen möchte, ist, wenn du sagst, okay, es kommt viel Neues auf uns zu, klar, wenn man verreist und auf einer Tour ist, kommt sicherlich mehr Neues auf den Menschen zu, auf uns zu in dem Fall. Ja. Aber es wäre vielleicht auch eine Aufforderung, die Routine zu verlassen für alle, die sich das jetzt anschauen. Ja. Macht doch mal was anderes. Die gewohnten Bahnen zu verlassen, vielleicht mal mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder einen anderen Weg wählen. Einfach mal was anders machen als sonst. Wir nennen das Routinebrechen, ne? Mhm. Also weil da halt auch plötzlich neue Synapsen gebildet werden im Kopf. Da sind plötzlich andere Verbindungen da und andere Erlebnisse. Und man fühlt sich gleich frischer und so. Ja, ich da möchte noch was dazu sagen. Das ist, glaube ich, ganz gut, worauf du mich jetzt bringst. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Jahr oder zwei Jahre unterwegs sind am Stück und dann kommen wir nach Hause und dann treffe ich manchmal, das ist schon passiert, Menschen sagen, ich dachte, du wolltest jetzt wegfahren. Sag ich, ich war zwei Jahre weg. Und das sagt er deswegen, weil die Menschen, weil dann immer in der Routine, in der man lebt, meint, da passiert nicht viel. Ja? Da ist halt dann der Geburtstag, da ist es Weihnachten, da sind ein paar Festlichkeiten. Vielleicht stirbt der eine oder andere, das wäre natürlich dann tragisch. Aber es ist viel Routine und dadurch geht das Leben vorbei, ohne dass man es eigentlich wirklich richtig lebt oder merkt, dass man lebt. Und wenn wir jetzt, manchmal kann es sein, dass wenn bei uns auf Reisen, dass ein einziger Tag so erlebnisreich ist, dass ich über einen einzigen Tag 10 Zeilen schreiben kann, ne, in einem Buch, ein Kapitel schreiben kann, über einen Tag. Ich weiß, wir hatten eine Begegnung in Norwegen von einem Menschen, einem alten Seebären, der uns von der Essex erzählt hat, vom Untergang der Essex, also Walfangboot. Und da habe ich, glaube ich, 20 Seiten drüber geschrieben. Und das war eine Begegnung, das war eine Geschichte von 2 Stunden. Das meine ich damit, also kann das Routine verlassen. Ja, ich achte auf die Höhe. Da ist ein Kabel, aber da kommen wir locker durch. Ah ja, aber ist das schon eng hier. Ja. Das kennen wir ja mittlerweile. Naja, also Routine verlassen. Unten nicht, aber da oben. Ja, Routine verlassen und was Neues tun. Oh, ab und zu mal zumindest, ja. Das kann absolut lebensbereichernd sein. Können wir uns mal drunter schreiben? Ja. In die Kommentare. Und auch für die, die es lesen, weil vielleicht haben die dann auch so einen Impuls und sagen, Mensch, auf die Idee bin ich ja nicht gekommen. Und das ist was, finden wir total klasse. Wir haben schon wunderschöne Kommentare gekriegt. Und die werden auch beantwortet. Also wenn es mal dauert, 1-2 Tage, bis wir sie beantworten, bitte nicht denken, wir tun es nicht. Machen wir. Manchmal klappt es halt nicht immer sofort. Ja, und da muss ich noch dazu sagen, der Austausch mit dir, das mag vielleicht auch banal klingen, aber der macht schon Freude, das hätte ich nicht gedacht. Du meinst der Person, die jetzt zuschaut. Ja, der Person, die jetzt zuschaut und so. Ja. Das ist schön. Das macht schon auch Freude, ja. Weil ich dann weiß, dass das, was wir erzählen, auch irgendwo ankommt, dass wir da mal vielleicht ein bisschen inspirieren können, dass wir ein bisschen was weitergeben können von unserer Lebenserfahrung, ein bisschen was weitergeben können von unserer Reiseerfahrung. Ist ja nicht so, dass Eindrücken. Wir sind ja nicht die Gurus, das weiß man ja, ne? Wir teilen es, aber Erlebnisse, ja. Ja, und das mache ich jetzt, das Teilen machen wir nicht jetzt, um uns zu beweihräuchern, weil das nämlich Arbeit ist. Das darf man nicht vergessen, das ist wirklich viel Arbeit. Die Videos schneiden und so, da hocke ich dann 20 Stunden an so einem Video dran, das ist verrückt. Aber wenn ich weiß, dass es ankommt und dass da auch Feedback kommt und dass jemand auch was drunter schreibt oder auch ein Thumbs up macht und so und sagt, hey, geil, dann gibt es immer die Motivation, für mich zu sagen, ja, das macht Sinn. Es macht Sinn, diese Arbeit macht Sinn. Stellvertretend reisen für andere, die nicht reisen können zum Beispiel. Wie viele von uns Menschen können überhaupt nicht reisen? Die können nie reisen. Die kommen aus der sozialen Schicht, wo es nicht geht, oder aus Krankheit oder. Ja, da wollen es gar nicht. Oder wollen es nicht. Es gibt ja welche, die haben Heimweh. Ist ja auch in Ordnung, ne? Klar, die sagen, 2 Wochen reicht mir an einem Ort. So rumreisen ist nicht. Ja, aber es gibt 1000 Gründe. Genau, und es ist ja dann so, wenn man dann stellvertretend reist, so nennen wir das auch,
dass wir halt dann auch Erfahrungen weitergeben können, ja. Also, dass man vielleicht das Land durch unsere Augen sieht, wie jetzt die Fahrt hier, die wir jetzt haben, ja. Dass man einfach ein bisschen was sieht von der Gegend hier in einem Live-Talk, weil das sage ich ja immer, das ist absolut live, was wir da machen. In keiner Weise abgesprochen, das ist einfach im Flow. Das nee, wussten wir heute noch nicht, wo es hingeht. Nee, ich meine, wir wissen die grobe Richtung. Ja, und wir haben jetzt auch einfach einmal die Kamera eingeschaltet und einfach einmal, haben uns auch kein Thema genommen, was soll's, ja. Es gibt so viele Dinge, die da im Kopf abgehen und die erzählen wir halt dann auch in so einem Talk. Und für uns ist es auch gut, weil wir uns da auch immer wieder zurückerinnern und, ja, und auch unsere eigenen Erfahrungen rausholen, oder? Ja. Also wie soll ich sagen, eigene Erfahrung, dass wir dann auch uns reflektieren mit so einem Talk, selbst reflektieren, Selbstreflexion. Ja. Naja, in diesem Sinne, schreibt was drunter oder sagt einfach was. Ich hoffe, positiv ist, dass das... Ihr könnt auch sagen, jetzt euch nicht gefällt, ist klar, ist in Ordnung. Also ja. In diesem Sinne schalte ich jetzt mal wieder ab. Ich muss mich nämlich jetzt auf den Verkehr konzentrieren. Aber bleib dran, es ist noch nicht zu Ende. Ja, bleib dran, es ist nicht zu Ende. Es geht natürlich weiter, weil wir ja schauen, dass wir da wieder eine Episode draus bauen. Eine Video-Vlogger-Sequenz. Bis bald. Mal darum zu starten und sich eines neuen Ausblicks zu erfreuen, neuer Ziele, neuer Träume, wenn es jetzt nun weitergeht. Da haben wir diesen schnuckeligen kleinen Hafen gefunden. Eine angenehme, ruhige Nacht.